zu einer weiteren Folge. Entschuldigung, Gebiss fast verschluckt. Machen wir weiter ohne das Gebiss. Okay, ein wunderschönen... Ich muss hier aufpassen, dass ich mich gleich verbrenne. Ein wunderschönen Buongiorno, Ladies und Gentle People. Es ist wieder eine Woche rum und wir sind wieder hier bei Murphys Filmgesetze. Diesmal mit einem... Schluckwasser haben. Bitte. Dankeschön. Ich mache das mal bei mir. So. Wo waren wir? Ah ja. Halloween Special. Horrorfilm mal aufgefallen ist, gibt es dort eine gewisse Art von Regeln, die auch eingehalten werden müssen. Ansonsten wäre der Film nach 5 Minuten vorbei. Hier kommen zum Beispiel jetzt mal 5 Stück dieser Regeln, die ihr garantiert in irgendeinem Horror oder Thriller oder irgendeinem Psychofilm schon mal gehört oder auch gesehen habt. Fangen wir... Oh, das kommt vom Wasser. Fangen wir gleich mal an. Mal so eine Frage an euch. Wenn ihr verfolgt werdet, wohin würdet ihr rennen? Kurz dazu, wir hatten schon mal sowas. Wenn man verfolgt wird von einem Auto, rennt man immer die Straße geradeaus. Niemals nach links und auch niemals nach rechts. Was ja schon mal logisch ist. Was macht ihr aber, wenn ihr in einem Haus verfolgt werdet? Richtig. Ihr rennt immer nach oben ins erste Stockwerk. Wo wollt ihr hin? Zum Dachboden? Ha? Oh mein Gott. Sydney. Billy, watch out! Ganz genau, es ist immer der Raum mit dem einzigen Fenster, was sich nicht öffnen lässt. Help me, somebody! Help me! Kommen wir gleich schon mal zur Regel Nummer 2. Wenn ihr wisst, ihr seid alleine in einem Haus und ihr hört irgendein auffälliges Geräusch, was macht ihr? Richtig. Erstmal rufen, hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ist jemand hier? Hallo? In diesem Zweifelfall frage ich mich immer wieder, ob der Mörder dann in dem Fall sagen würde, hier bin ich. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Thank you.
Ist hier jemand? Ja, ich. Könntest du gleich Kaffee aufsetzen? Ich bin dann gleich da, ne? Bis gleich. Weiterhin in Horrorfilmen hört man meistens auch ein von zwei Sätzen ganz bestimmt. Wenn ihr mit einer Gruppe unterwegs seid, kommt meistens irgendeiner dieser beiden Sätze. Der eine von beiden ist: Ich komme gleich wieder. Du darfst nie, niemals unter keinen Umständen sagen, ich komme gleich wieder, denn du kommst nicht wieder. Ich hol mir noch ein Bier, auch eins? Ja, klar. Ich komme gleich wieder! Jeden, der gegen die Gesetze verstößt, erwartet der Tod. Okay, bis gleich in der Küche mit dem Messer. Der zweite Satz wäre hier jetzt zum Beispiel auch, was natürlich auch sehr logisch ist, wenn du weißt, du bist mit einem Mörder in einem Haus eingesperrt. Was machst du? Richtig. Wir sollten uns aufteilen. Genau. Ich weiß, hier ist ein Mörder. In einer Gruppe ist man stärker, aber wir teilen uns auf. Die einzig logische Schlussfolgerung. Das mache ich. Wir teilen uns auf. Da stimmt was nicht. Wir müssen uns aufteilen. Ja, gute Idee. Echt jetzt? Was immer sehr wichtig ist für Horrorfilme, ist, dass der Mörder zum Schluss immer wieder nochmal zeigt, dass er nicht tot ist, sodass es immer wieder eine weitere Fortsetzung davon geben kann. Sagen wir mal, du schießt auf den Mörder und du denkst, du hast ihn endlich erledigt. Auf einmal wird er zum Schluss zeigen, dass er eine kugelsichere Weste trägt. Ich werde hier immer so ein bisschen nervös bei den ganzen brennenden Kerzen und so, vor allem meinen langen Haaren und sowas, da kriege ich gleich so ein... Naja, wie das letzte Mal schon, wo ich euch ans Herz gelegt habe bei einem DVD-Abend, schaut doch einfach mal True Grit, würde ich euch jetzt ans Herz legen, einen der Scream-Teile. Hello. Ein maskierter Messermörder treibt sein Unwesen in der kleinen Stadt Woodsboro. Als Opfer sucht er sich junge Highschool-Schüler. Sidney Prescott nimmt die Morde besonders mit, denn genau ein Jahr zuvor fiel bereits ihre Mutter einem grausamen Verbrechen zu Opfer. Daher stürzte sich die Reporterin Gail Weathers auf diesen Fall. Sie ist überzeugt, dass die Morde an Sidneys Mutter und den Schülern zusammenhängen. Es ist der absolute Klischeefilm, aber gerade in puncto Filmgesetze findet ihr viele dieser Gesetze, die in diesem Film vorkommen. Sei es, ich komme wieder, sei es, ich renne nach oben ins erste Stockwerk und so weiter. Deswegen, schaut euch einfach mal diese Filme an, nutzt diese Sachen für den nächsten DVD-Abend, schaut einfach mal auf die nächsten Filmgesetze drauf, vielleicht findet ihr ja noch andere Filmgesetze und schreibt mich mal einfach an. Hier unten in die Comments könnt ihr das übrigens machen. Hier geht es zu meinem... Ich muss immer aufpassen hier mit den ganzen Kerzen. Hier geht es übrigens zu meinem Kanal, dort kommt ihr zu den letzten Filmgesetzen und ansonsten verabschiede ich mich wie immer von euch mit Hasta Luego und nicht vergessen, anschauen, liken, abonnieren. Bis dahin, macht's gut, euer Mitch von Two Screek. Hallo? Ist da jemand? Ha 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 ha.